Was jetzt so Technik angeht und Mechanik bin ich auch nicht ganz so bewandert, wie man jetzt vielleicht annehmen würde. Aber irgendwie geht's hier noch nicht so richtig krass weiter. Wo finde ich denn die Karte? Hallo, Karte. Joa. Karten. Ah, okay, so blättert man um. Genau. Und da würde ich gerne jetzt entlang gehen. Da, wo der Pfeil hinzeigt, aber da ist Ende Gelände. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, wie viele von den. Da kannst du dir eine ganze Armee von Ratmutterschlüsseln aufbauen. Not bad, not bad. Vielleicht muss ich auch diesen dummen Rahmen abwerfen? Probieren wir es aus. Irgendwas raschelt da im Gebüsch. Reichlich suspekt, die ganze Sache. Oder habe ich hier vielleicht noch irgendwas vergessen zu triggern? Kaffee zum. Was zum. Ich habe einen Ratschlüssel. Ihr könnt mir gar nichts. Schließen. Vielleicht muss ich die Tür auch zumachen und dann hier durch. Irgendwas knistert doch da im Gebüsch. Oh Mann. Da schon wieder, immer wenn ich mich umdrehe. Gehen wir nochmal nach oben. Vielleicht muss ich den Raben hier auch noch. Ach so. Okay. Weg gefunden. Ich dachte, ich muss den Rahmen ja auch noch abwerfen, so Zielübungen. Aber offenbar nicht. Okay. Der Weg ist versperrt. Wer das Zitat erkannt hat, ist gut. Könnt ihr mal einen Tipp in die Kommentare schreiben, was das für ein Zitat war? Der Weg ist versperrt. Ich halte es für eine unglaublich schlechte Idee, hier hochzugehen. Möchte ich nur mal ganz nebenbei erwähnen. Ich weiß nicht, warum ich es trotzdem tue. Wahrscheinlich, weil wir hier in Silent Hill sind, beziehungsweise im Spiel Silent Hill. Und man immer irgendwelche tödlichen Sachen macht. Und hier führt irgendeine Spur hin. Zu eng für einen Rollstuhl? Schlittschuhe. Schlittschuhe ist das Einzige, was mir einfallen würde, was solche Spuren hinterlässt. Was haben wir denn hier? Working Rules. Eine alte Bank. Eine noch ältere Bank. Und einen Raum. Mit Licht. Diese Spielmünzen sehen alt aus. In alter Silent Hill-Manier schließen sich die Türen hinter mir. Lol, das war ein Reim. Was zum Teufel war das? Oder habe ich das Geräusch gerade selber gemacht und habe mich damit verängstigt? Ja, wo zur Hölle ist der Automat? Oh. Scheiße. Nein, nimm mich mit. Ach so. Verstehe. Das kriege ich damit nicht durch. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Fahrkarte. Ich schätze mal, die finden wir unten irgendwo. Diese Raben! Kriege ich schon wieder meinen Koller hier. Gut. Diese Spuren.
folgen wir denen einfach mal. Was haben wir denn hier? Danger of Death. Keep off. Achso, wegen dem Strommast. Hallo? Was ist das denn? Looks like it opens from the other side. Von der anderen Seite. Okay, mal sehen, ob wir irgendwie auf die andere Seite kommen. Das hier dürfte jetzt das Diner sein. Ja. Himmel. So. No doubt about it. Wicked old beast, ain't she? What? I said she's a wicked old beast. Me, I'm partial to something with a little less rust. But to each his own. Look, I don't want any trouble. Just point the way out of town, and I'll keep right on going. Now, who said anything about trouble? Just trying to be helpful, son. Name's Howard, by the way. Murphy. Heading to prison, are you Murphy? Just looking for a way out of town, is all. That's so. Afraid all the roads are out, every last one of them. Strangest thing. Something wrong, son? Did you see it? Up there in the window. Hmm? Never mind. I suppose if you're really desperate, you could try the old sky tram. Course, it hasn't really been kept up since the accident. I'll take my chances. That's the spirit. Well, this mail ain't gonna deliver itself. Good luck, Murphy. Hope you find whatever it is you're looking for. Hey, what's the name of this place? Wozu braucht man in dieser gottverlassenen Gegend einen Postboten? Ich befürchte ja immer noch, dass wir schon in den Fängen von Silent Hill sind. Oh, pardon. Falsche Taste erwischt. Oh, warum schlägst du? Mach mir nicht so eine Angst. Ich hab dir das nicht befohlen. Verriegelt. Tja! Wir haben noch keine Taschenlampe, kein Feuerzeug, wie es in den Tipps schon stand. Was zum Teufel? Ich bin eingesperrt. Diner. Hello? Anyone here? Ein Diner, wo ein Burger serviert ist. Ein Diner, durch dessen dreckige Scheiben nur ein bisschen Licht reinkommt. Ein Diner, von dem wir eine Karte gefunden haben. Küche, Zimmer, Büro. Okay, ich denke, ich werde mich gerade noch in dem Diner zurechtfinden.
Wobei ich ja weiß, dass man in Silent Hill oft auf die Karte zurückgreifen muss. Gut, damit kann ich nichts machen. Die frühen Bewohner des Devil's Pit, wusstet ihr schon, dass in Silent Hill früher amerikanische Ureinwohner lebten? Silent Hill. Anthropologen wissen das durch die vielen Artefakte, die hier gefunden wurden, vor allem in den Höhlensystemen des Devil's Pit. Einige dieser Relikte deuten auf Zeremonien für die Gottheit... Oh mein Gott. Was auch immer. Hin, die für die Menschen hier von großer Wichtigkeit gewesen sein muss. Tatsächlich wurde die Gegend auch... Rabennest genannt. Sag das mal 10-mal hintereinander. Hallo Kinder, ist Silent Hill auch für euch ein besonderer Ort? Wenn ihr diesem Ort einen Namen geben könntet, wie würdet ihr ihn nennen? Hölle? Aber pardon, die Kinder waren gefragt. Ich bin ja kein Kind mehr, ich bin ein ausgewachsenes Mannsbild, das sich gerade ein bisschen fühlt wie ein Kind. Money, money, money. Geld. Das wird niemand vermissen. Die paar Silbermünzen sicherlich nicht. Hier dürfte es in die Küche gehen. Genau. Ziemlich dunkel. Eine Bratpfanne. Ist wahrscheinlich die... eine Waffe. Aber mir gefällt mein Radmutterschlüssel eigentlich besser. Wahrscheinlich ist es jetzt gar kein Radmutterschlüssel und ich sag die ganze Zeit Radmutterschlüssel, obwohl es eigentlich gar kein Radmutterschlüssel ist. Was ist das? Gas? Gas? Das ist nicht gut. Oh ja, da strömt Gas aus. Machen wir das mal lieber zu. Oh, shit! Damn it! Der hätte alles explodieren können. Fire! Oh, Tür ist zu! Damn it! Wie soll ich hier rauskommen? Augen zu und durch? Nein. Nein, nein, nein. Nicht Augen zu und durch. Komm, mach! Oh, die Kleidung ist jetzt verbrannt. Wie geil. Ah, hier. Sprinkleranlage. Komm schon. Was zum Teufel? Shit. If the water reaches that breaker box. This can't be happening. Komm. Dreh doch. Ach du Scheiße. Okay, das Wasser fließt ab.